Hallo, liebe Kemba. Erstmal noch ein gesundes neues Jahr für euch und ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Ihr seht hier einen Deadless-Trend, Dreiachser, Zuladung oder insgesamt zulässiges Gesamtgewicht von 5,5 Tonnen. Und den möchte ich euch hier zeigen, weil den haben wir hier stehen, weil wir hier ganz schön viel umbauen. Und ich wollte euch das Fahrzeug mal vorher zeigen und dann natürlich auch wieder entsprechend nach dem Umbau, sprich während den Umbaus, immer wieder mal schöne Sequenzen draus machen. Detlefs Trend, also ein richtig schickes Auto, mal von der Seite betrachtet. Also ganz tolles Fahrzeug mit einem schönen Fahrradträger hinten dran, tolle Heckgarage. Also hier hat man wirklich richtig schön Platz. Jetzt gehen wir mal rein in das schicke Fahrzeug, weil von innen ist er noch viel schöner. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit hier rein. So, hier haben wir die schöne Dinette, wo man auch als Rundsitzbank oder Sitzbank ums hinten rum gestalten kann, den Tisch dann in die Mitte schieben. Hier haben wir dann noch die gegenüberliegende Seite. Hier ist schon der Fernseher verbaut, wunderschön. Und dann haben wir noch den großzügigen Alkoven, wo man hier nächtigen kann. Dann geht man hier natürlich ins Cockpit, aber das kennt ihr ja schon alle von Fiat Ducato, das ist ja die tolle neue Automatik, ich glaube 9-Gang-Wandlerautomatik, also ein richtig, richtig tolles Teil. Ja, und dann schauen wir hier mal rum in die Küche. Auch richtig schick. Also richtig toll gestaltet das Ganze. Hier haben wir das Heckschlafzimmer. Hier oben haben wir schon die Klimaanlage verbaut. Hier haben wir den großen Kühlschrank. Und dann gehen wir hier noch weiter mit einem schönen Kleiderschrank. Dann kommt hier die Dusche entsprechend. Also oh, richtig viel Platz. Richtig toll. Und dann haben wir hier noch das kleine Badezimmer. Also sprich die Toilette. Auch eine tolle Gegebenheit, weil man hier natürlich die Tür hat, die man hier zumachen kann, dann hat man hier so ein richtig schönes geräumiges Badezimmer, wo man sich dementsprechend umziehen kann, wo man sich frisch machen kann und man kann den vorderen Schlafraum auch vor dem hinteren Schlafraum trennen. Warum steht das Fahrzeug bei uns? Also, das ist eine ganz tolle Familie, die auch einen Hund haben und bei Detlefs hier in dem Fahrzeug bietet sich das hier an, weil hier können wir gleich in die Heckgarage durchgehen. Die Tür hier, die kommt raus. Dann kommt hier eine Schiebetür rein und dahinter der Hundezwinger, wo etwa ein Drittel, ja, ein bisschen mehr wie ein Drittel der Garage in Anspruch nehmen wird, damit der Hund da hinten ein schönes Zuhause hat. Natürlich ebenerdig und gut verbaut, belüftet. Dann machen wir hier in der Außentüre auch noch ein Fenster rein, entsprechend, damit der Hund auch Frischluft haben kann, wenn es mal wärmer wird. Und hier ist natürlich auch dann ständig offen. Und dann machen wir eine anständige Heckgaragenbeleuchtung rein, damit das alles angenehm wird. Also, das ist mal das eine. Eine große Hundebox. Dann machen wir hier hinten soll ein zweiter Fernseher hin. Da müssen wir noch gucken, wie wir das gestalten. Da muss dann noch eine Antenne verlegt werden. Und hier soll noch mal ein Fernseher montiert werden. Jetzt gehen wir mal wieder vor. Dann verbauen wir hier auch noch einen großen Wechselrichter mit 3000 Watt von der Firma Büttner. Das schauen wir, dass wir alles hier unter der Dinette verbauen. Das sehen wir aber dann, wenn es soweit ist, natürlich auch mit zwei Lithium-Batterien und einer großen Solaranlage mit insgesamt ja, knapp 650 Watt. Damit wir da dementsprechend wieder was runterkriegen von dem Strom und in die zwei Lithium-Akkus laden können. Dann bauen wir hier noch eine Druckpumpe ein, weil das Fahrzeug ist momentan mit Tauchpumpe
Wir machen hier eine Druckpumpe draus. Und ja, und dann kommen halt noch jede Menge Kleinigkeiten dazu. Eine Internetantenne und so weiter. Übrigens ist das Fahrzeug auch mit einer alten Heizung. Also tolle Sache, das Teil. Dann machen wir, wie gerade schon erwähnt, nur eine Internetantenne aufs Dach. Dann kommen hier noch etliche Steckdosen, wie hier zum Beispiel, weil hier soll Kaffeemaschine platziert werden mit 220 Volt, links und rechts, und USB-Steckdosen, weil das sind leider von Detlefs nicht genügend berücksichtigt. Hier ist alles noch frei, dann bauen wir ein paar Steckdosen noch drunter, damit auch die Kinder fleißige Lademöglichkeiten haben für die Handys und modifizieren in dem Fall das Fahrzeug dementsprechend. Dann kommt da noch eine kleine Soundanlage rein, also von der Firma Kladen, weil wir da noch ein paar Lautsprecher verbauen, damit auch der Klang entsprechend besser wird, und dämmen auch die Türen entsprechend aus. Hatte ich ja schon mal in vorgängigen Videos schon mal kurz angedeutet, wie wir das machen und wie das funktioniert. Dann sehen wir ja hier auch die Hochtöner entsprechend halt. Hier sind wir hier. Da kommen dann auch andere Hochtöner rein. Und da unten in dem Fahrzeug Türen sind ja die Standardlautsprecher, die wir dann entsprechend austauschen. Und dann klingt das Ganze auch nochmal richtig klasse. Und dann wollen wir auch nochmal eine Antenne anständig für guten Empfang aufs Dach bauen. Und ja, so gibt es hier einiges zu tun in dem Fahrzeug. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Ah, das Wichtigste habe ich auch noch vergessen. Hier oben zu der Klimaanlage machen wir hier noch einen Max-Van. Warum machen wir das? Zum einen, weil hier unten auch gleich der Hund dementsprechend wohnen darf, wo er dann durch den Max-Van auch immer Frischluft kriegt. Und die Klimaanlage ist natürlich toll, super Sache, aber sie hat natürlich den Nachteil, dass sie autark fast nicht zu betreiben ist. Weil die Klimaanlagen definitiv zu viel Strom brauchen, und wir haben hier gar nicht so viel Kapazität, um die Klimaanlage autark betreiben zu können. Also machen wir noch einen Max-Van drauf, einen intelligenten, sprich guten Dachventilator, wo man die Luft nach außen, aber auch reinblasen kann oder nach außen ziehen kann. Der hat eine schöne Dachhaube, sodass, wenn es leicht regnet, auch der Max-Van ohne Probleme zu verwenden ist. Und somit kann man auch steuern, dass die abgestandene Luft mal nach raus geht oder beziehungsweise frische Luft reinkommt. Und ist eine ganz tolle Sache, haben wir auch schon ein paar Mal verbaut. Und funktioniert tadellos. Und weil der aber mit 12 Volt funktioniert und somit auch autark dementsprechend zu betreiben ist, kann man den natürlich wunderbar hier funktionell gestalten. Ja, dann machen wir noch eine zweite Rückfahrkamera rein, weil die eine oben ist nicht so günstig platziert mit dem Fahrradträger. Dann sieht man die nicht, dann kann man nicht ganz nach unten schauen. Ja, und dann noch ein paar Kleinigkeiten. In die Toilette kommt nur Porzellaneinsatz rein. Und ja, so gestaltet man halt das Fahrzeug ein bisschen um, sodass der Kunde dann dementsprechend alles hat, was er sich vorstellt und was dann dementsprechend auch in die Autarkie geht mit Solar und Lithium und Wechselrichter, damit auch mal die Damen sich die Haare föhnen können und damit auch alles super läuft. Ja, in dem Sinn freue ich mich schon, ist ein toller Umbau, wird spannend und ich nehme euch da wieder auf alle Fälle mit. Ja, in diesem Sinn wünsche ich euch alles Gute für das neue Jahr noch nachträglich und bleibt mir bitte alle gesund. Das hat sich jetzt ein wenig verzögert, dass ich das nächste Video bringe, weil wir waren jetzt gerade unheimlich beschäftigt mit Inventur und System, Warenwirtschaftsumstellung und. Aber jetzt sind wir wieder fit, ab Montag sind wir wieder richtig in der Produktion, sprich in der Werkstatt, da sind wir wieder da und wieder offen und da legen wir wieder richtig los und da werde ich jetzt auch wieder regelmäßig euch mitnehmen und dementsprechend das ganze Versprochene noch abfilmen und nachtragen. In diesem Sinn, euch alles, alles Liebe und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald, über ein Like und ein Abonnent würde ich mich natürlich unheimlich freuen. Und vielleicht wollt ihr nur die Glocke aktivieren, dann vermisst ihr oder verpasst ihr auch nichts mehr. Und in dem Sinn freue ich mich schon. Bis aufs nächste Mal. Ganz lieben Dank und bleibt mal alle fit. Bis bald. Tschüss, tschüss.